Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn du an der Heilige des Kreuzes und die Welt erlöst. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, wir danken dir, dass du durch den Tod und die Auferstehung deines Sohnes unser Leben erneuert hast. Gib, dass wir durch die Teilnahme am Kreuzweg bereit werden, unser Kreuz geduldig und beharrlich zu tragen und dir treu zu dienen. Schenke allen, für die wir heute beten werden, deine Gnade und führe unsere Verstorbenen und die armen Seelen im Fegefeuer zur Auferstehung und in das Licht deiner Herrlichkeit. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Im Kreuz ist Heil. Im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Liebe Freunde des Heiligen Kreuzes, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in einem Glastresor oberhalb des Tabernakels wird die große Kreuzreliquie des Stiftes Heiligen Kreuz im Wienerwald, Österreich, genauer gesagt Niederösterreich, unweit von Wien aufbewahrt. Der Kreuzpartikel hat die Form eines griechischen Kreuzes, der Längsbalken 24 cm, zwei Querbalken und auch ein kleiner weiterer Querbalken. So sind also diese Balken des Kreuzes Hinweis für die Gottesliebe, für die Nächstenliebe und für die wahre Selbstliebe. Das Reliquiar, die Monstranz, ist in Form eines Strahlenbaumes. Warum? Weil das Kreuz ein Siegeszeichen ist. Jesus Christus, der Herr, hat Satan, Tod und Sünde grundsätzlich besiegt und auf diese Weise soll dieser Sieg ausgedrückt werden. Der Babenberger Herzog Leopold V. brachte im Jahre 1182 von einer Pilgerreise ins Heilige Land ein großes Stück des Heiligen Kreuzes mit. Er hat es vom König Balduin IV. Von Jerusalem erhalten. Diese Kreuzreliquie hat er dann am 31. Mai 1188 in Mautern dem Abt Marquard von Heiligenkreuz übergeben. Seither wird es hier im Kloster aufbewahrt und die Zisterziensermönche sind seit dem Jahre 1188 die Schatzhüter. Es ist sozusagen der kostbare Schatz in unserem Kloster. Besonders am 14. September, dem Fest der Kreuzerhöhung, wird dieser Schatz präsentiert, gezeigt und in einer feierlichen Prozession durch den Stiftshof getragen. Die Gründung des Stiftes Heiligen Kreuz 1133 am 11. September ist schon mit dem Zeichen, besser gesagt mit dem siegreichsten Zeichen des Kreuzes verbunden. Als Markgraf Leopold III., der heilige Leopold, der
Patron von Niederösterreich, das Kloster im Sattelbachtal stiftete, schenkte er schon damals, am 11. September 1133, den Mönchen, den Zisterziensern aus Morimund, das ist Frankreich, Burgund, eine Reliquie des Heiligen Kreuzes. Man nimmt heute an, dass diese Reliquie aus der Sammlung des Otto von Freising stammte. Otto war ein Sohn des heiligen Leopold und der Kaiserstochter Agnes, später dann Bischof von Freising, heute München-Freising, und damit ein Urvorgänger des jetzigen Papstes, Benedikt XVI., der ja auch Erzbischof von München-Freising war. Vermutlich eben aus einer Reliquiensammlung dieses Sohnes Otto dürfte diese Kreuzreliquie gestammt haben. Otto hat ja seinen Vater Leopold zur Klostergründung bewogen und die Mönche sind tatsächlich aus Burgund, Frankreich, hierher gekommen, in den Wienerwald. Somit ist das Kloster laut Gründungsurkunde dem siegreichsten Zeichen unserer Erlösung geweiht, dem Kreuz Jesu Christi. Daher nannte Leopold III., der Heilige, seine Neugründung Kloster unserer lieben Frau zum Heiligen Kreuz, kurz Heiligen Kreuz. Die kleine Kreuzreliquie, die damals geschenkt wurde, ging aber leider durch Diebstahl verloren. Am 1. Jänner 1649, bei einem Einbruch in die damalige Kreuzkapelle, wurde diese Partikel gestohlen und ist seither verschollen. Die zweite, jetzt hier befindliche Reliquie, kam dann durch Leopold V. 1188 zu uns. 1244 wurde eine Kreuzkirche gebaut und Herzog Friedrich II., ein Babenberger, der Streitbare genannt, gelobt 1244 den Karner in Heiligenkreuz zu vollenden, über dem dann diese Kreuzkirche gebaut wird mit dem Kreuzaltar als Aufbewahrungsort für diese kostbare Reliquie. In der Geschichte gibt es noch eine interessante Tatsache, nämlich 1945, Zweiter Weltkrieg, flüchtete Pater Paulus Niemetz mit einigen Mitbrüdern und Dorfbewohnern am 2. April in die Jagdhütte Gföhler, Grub, und die kostbare Kreuzreliquie und andere Reliquien aus dem Stift hat er einfach in einem Koffer mitgebracht und vergraben in der Nähe der Hütte unter einer Baumwurzel. Am 8. April 1945 kamen russische Soldaten zur Jagdhütte und als die Russen am Dachboden in Kisten Gewehre finden, die der Förster versteckt hatte, bedrohen sie die anwesenden Personen zuerst mit dem Erschießen, plündern schließlich nur das Gepäck und fordern die Leute auf, die einsame Hütte zu verlassen. Einige Tage später holt Pater Paulus Niemetz die unversehrt gebliebenen Reliquien aus dem Versteck. Man kann sagen, eine spannende Geschichte. 1981-83 wurde der Kreuzaltar an der Ostwand des Hallenchores der Stiftskirche entfernt und im Freien am Klosterfriedhof auf einem Pfeiler aufgestellt. Und die bisher im Tabernakel der Stiftskirche untergebrachte Kreuzreliquie wurde dann hier in unserer Kreuzkirche neu aufgestellt. Am 15. November 1982 wurde zu Ehren des Heiligen Kreuzes der Altar geweiht und schließlich auch ein Flügelschrein aus vergoldetem Messingblech aufgestellt. Und hier steht jetzt die Kreuzreliquie den vielen Besuchern weltweit zur Verfügung. Und es ist tatsächlich so, dass aus aller Welt, man kann ruhig sagen, tausende Menschen pro Jahr hier
zu unserer Kreuzreliquie pilgern und sie verehren und Heil für Leib, Geist und Seele empfangen. Denn im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Im großen Jubeljahr 2000 hat Abt Gregor Henkel von Donnersmarck eben im heiligen Jahr, das an die Erlösung durch Jesus Christus, den Gottessohn, erinnerte, die Kreuzreliquie in die verschiedenen Pfarren des Stiftes zur Verehrung gebracht. Schließlich auch am 13. September 2000 bei der Monatswallfahrt in Marienkirchbüchel. Und am 26. August 2000 kam unsere Kreuzreliquie mit Abt Gregor nach Bochum-Stiepe in unsere Neugründung in Deutschland und wird dort dann den Wallfahrern zur Verehrung dargeboten. Sie sehen also, dass unsere Kreuzreliquie schon viele Reisen auch hinter sich hat. Warum kommen die Menschen zur Verehrung des Kreuzes? Das möchte ich in Form einer Andacht zur Sprache bringen. Das Kreuz ist das Zeichen des Christentums. Es ist das Zeichen unserer Erlösung. Satan, Tod und Sünde wurden durch Christus und sein Kreuz besiegt. Wir sollen zu ihm aufschauen, uns zu ihm bekennen, denn der, der daran hängt, bringt der Welt das Leben, ja das Leben in Fülle. Sei uns gegrüßt, du heiliges Kreuz. Sei uns gegrüßt, du heiliges Kreuz. Der Sohn Gottes stieg herab und durch den Tod befreite er uns vom Tod. Vom Tod überwältigt, überwältigte er den Tod. Er hängte den Tod am Kreuz auf und befreite uns, die dem Tod verfallen sind und die den Tod verdient haben. Heiliges Kreuz, an dem der Tod bezwungen, sei uns gegrüßt, du heiliges Kreuz. Sei uns gegrüßt, du heiliges Kreuz. Schon im Alten Bund wird das Kreuz als Zeichen des Lebens angekündigt. Der Herr schickte Giftschlangen unter das Volk. Sie bissen die Menschen und viele Israeliten starben. Da betete Moses für das Volk und der Herr antwortete: Mach dir eine Schlange und hänge sie an einer Signalstange auf. Jeder, der gebissen wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie ansieht. Mose machte also eine Schlange aus Kupfer und hängte sie an einer Signalstange auf. Wenn nun jemand von einer Schlange gebissen wurde und er zu der Kupferschlange aufblickte, so blieb er am Leben. Was hier im Buch Numeri steht, gilt auch für heute. Wir bleiben am Leben, ja, wir langen das Leben in Fülle durch den gekreuzigten Erlöser, der aus Liebe für uns starb. Es gibt keine größere Liebe als die, dass einer sein Leben hingibt für seine Freunde und letztlich auch für seine Feinde. Bis zum letzten Blutstropfen hat er für sich, hat er für uns das Leben hingegeben. Bis zum letzten Blutstropfen hat er für uns gelitten. Heiliges Kreuz, gepflanzt als Baum des Lebens, sei uns gegrüßt, du heiliges Kreuz. Sei uns gegrüßt, du heiliges Kreuz. Mit Augustinus, dem großen Kirchenlehrer, können wir fragen: Wer ist die erhöhte Schlange? Der Tod des Herrn am Kreuz. Der Biss der Schlange ist tödlich, der Tod des Herrn jedoch spendet Leben. Darum wollen wir auf Christus am Kreuz schauen und von den Bissen der Sünde geheilt werden. Viele Menschen, die hier nach Heiligenkreuz finden, haben schon die heilende, stärkende und heiligende Kraft des Kreuzes erfahren. Denn wenn wir auf Christus am Kreuz schauen, werden wir von den Bissen der Sünde geheilt. Heilung an Geist, Leib und Seele. Das Vorbild
die eherne Schlange im Buch Numeri 21, 6 bis 9, bewahrte das irdische Leben. Das Kreuz Christi schenkt jedoch ewiges Leben, Fülle des Lebens. Denn Christus will, dass wir das Leben haben und es in Fülle haben. Heiliges Kreuz, Zeichen des Sieges, sei uns gegrüßt, du Heiliges Kreuz. Sei uns gegrüßt, du Heiliges Kreuz. Im Johannesevangelium, 3. Kapitel 14, lesen wir, Jesus sagte zu Nikodemus, so wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns alle dahin gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Das Kreuz ist also kein furchtbares, schreckliches, erschreckendes Zeichen, sondern ein Heilszeichen, ein Rettungszeichen, ein Rettungsanker. Letztlich eine Leiter von der Erde zum Himmel. Wer das Kreuz annimmt, bejaht, dafür dankt, erfährt, dass es ihn hinaufträgt, aufwärts trägt, zum Leben in Fülle, zum Himmel, wie wir richtig sagen, zum himmlischen Vaterhaus, in die ewigen Wohnungen, die Christus uns bereitet hat. Das Kreuz ist also eine sichere Leiter, die uns trägt, die uns aufwärts führt, Sprosse für Sprosse. Und letztlich hat dieses Kreuz, diese Leiter des Kreuzes, diese Himmelsleiter Christus aufgerichtet, unser Gott. Diese Leiter ist umgestoßen worden durch die Sünde der Menschen. Und immer wieder wird diese Leiter umgestoßen, weil die Menschen sich bewusst und freiwillig durch die Sünde von Gott entfernen. Gott selbst richtet diese Leiter in Christus, mit Christus und durch Christus immer wieder auf. Und nun ist diese Leiter fest und fix. Der Pfarrer von Ars, Johannes Maria Vianney, sagt, dass Maria im Himmel diese Leiter festhält mit beiden Händen, sodass sie nicht mehr umgestoßen wird und dass alle sicher über diese Leiter zum ewigen Heil gelangen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Wenn du durch dein heiliges Kreuz aus der Welt erlöst. Der heilige Bernhard von Clairvaux sagt uns, der große Zisterzienserabt des 12. Jahrhunderts, wenn du das Kreuz annimmst, wenn du das Kreuz bejahst, wenn du das Kreuz akzeptierst, dann wird es eine Last von der Art, wie es die Flügel für die Vögel sind. Es trägt aufwärts. Selbst auferlegte Kreuze drücken uns nieder, führen zur Depression, zur schweren Belastung. Kreuze, die uns der böse Feind, der Teufel auferlegt und letztlich die Sünde, die drücken uns nieder und zerdrücken, erdrücken uns. Aber wenn ich das Kreuz Christi, das von Gott zugelassene Kreuz, annehme, dann trägt es mich aufwärts, so wie die Flügel die Vögel aufwärts tragen. Diesen schönen Gedanken des heiligen Bernhard greifen wir jetzt auf, wenn wir das Kreuz verehren. Heiliges Kreuz, Zeichen der Liebe, sei uns gegrüßt, du Heiliges Kreuz. Sei uns gegrüßt, du Heiliges Kreuz. Wir dürfen uns bewusst sein, dass auch Papst Benedikt XVI. Unser Kloster Heiligen Kreuz im Wienerwald besucht hat, und zwar
am 9. September 2007 und dass er das Kreuz nicht nur verehrt hat, sondern damit den Segen erteilt hat. Außerdem dürfen wir uns bewusst sein, dass auch der Patriarch des Ostens, Bartholomäus, aus Konstantinopel gekommen ist, um das Kreuz zu verehren. Es ist also weltbekannt und auch dem Heiligen Vater, Papst Benedikt XVI., bekannt. Lasst uns aufschauen zum Herrn, der am Kreuz angenagelt ist. Das Kreuz verkündet uns, dass wir durch das Blut Jesu Christi erlöst sind. Der Herr stärke unseren Glauben, dass im Kreuz allein das Heil ist. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Christi Mutter stand mit Schmerzen bei dem Kreuz und weint von Herzen, als ihr lieber Sohn dahin durch die Seele voller Trauer, seufzend unter Todesschauer, jetzt das Schwert des Leidens ging. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Das Heilige Kreuz Christi ist auch ein Zeichen, vor dem der böse Feind weichen muss. Durch dieses Heilige Kreuzeszeichen möge alles Böse weichen. Es gibt ein großes Wort des heiligen Antonius von Padua, des Franziskaners, der sagt, Ecce lignum Domini, fugi de partes adverse, vicit Leo de tribu Juda radix David. Seht das Holz des Kreuzes, fliehet ihr feindlichen Mächte, gesiegt hat der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids. Diese ergreifenden Worte stehen auch auf dem Obelisken in Rom am Petersplatz, direkt dort, wo der Heilige Vater jeden Sonn- und Feiertag den Segen von seinem Zimmer, von seinem Arbeitszimmer aus spendet, beim Angelus, beim Engel des Herrn. Ecce lignum Domini, fugi de partes adverse, vicit Leo de tribu Juda radix David. Seht das Holz des Kreuzes, fliehet ihr feindlichen Mächte, gesiegt hat der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids. In diesem Sinne möge der Herr, unser Gott, alles Böse und besonders die Mächte und Gewalt in der Finsternis vertreiben und uns alle in das Licht der Herrlichkeit Gottes stellen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben,
Im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Der heilige Bernhard von Clairvaux sagt, von den Enden des Kreuzes leuchten uns die vier Tugenden Christi entgegen. Vom oberen Ende die Liebe, aus Liebe zu uns Menschen ist er am Kreuz gestorben. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde und für seine Feinde. Am unteren Ende des Kreuzes die Demut. Nur wer fest in Demut wurzelt, der kann groß an Liebe sein. Demütig ist Christus auf dieser Welt gegangen. Wir dürfen sagen und müssen sagen, wer von euch der Größte sein will, muss der Diener aller sein. Der Größte ist der, der dient im Reiche Gottes. Vom rechten Ende des Kreuzes leuchtet uns die Geduld entgegen. Geduldig wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, hat Christus alles auf sich genommen. Unendliche, geduldige Liebe mit uns Sündern. Und vom linken Ende des Kreuzes der Gehorsam, denn Christus war für uns gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuze. Christus war für uns gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuze. Christus war für uns gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuze. Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, dem Willen des Vaters gehorsam, hast du im Heiligen Geist durch deinen Tod der Welt das Leben geschenkt. Erlöse uns von allen Sünden und allem Bösen. Hilf, dass wir deine Gebote treu erfüllen und lass nicht zu, dass wir uns jemals von dir trennen, der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Herr, sing und Gott sing, wir in die Mitte, in die Mitte.